Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich weiß, ihr wollt Dual-Spec haben, ihr wollt Dungeon Browser, keine Ahnung. Ich möchte gerne eine Sache. Drei Tages-Lockout beim Raid, weg damit. Die Problematik ist nämlich, der Raid ist am Montag, ist Reset. Dann ist der nächste Raid am Donnerstag, richtig? Dann ist der nächste Raid am Sonntag. Dann ist der nächste Raid am Dienstag, am Mittwoch. Habe ich die Tage richtig reingepackt? Die Problematik seht ihr. Der swappt immer durch bei den Tagen. Es ist super schwierig mit deiner Gilde einen festen Raid-Tag zu finden, wenn es keine festen Raid-Tage gibt. Ich fände besser, wenn sie sagen würden, es gibt einen 3- und 4-Tages-Lockout. Irgendwie. Irgendwie meinetwegen Mittwoch und Sonntag. Meine Güte, dann hast du halt einen Tag mehr dazwischen, einmal. Aber du hättest einfach, oder meinetwegen auch Mittwoch, Samstag, zum Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Weil dann könntest du sagen, okay, wir machen dann und dann Raid-Tag. Hier kann man mehr planen. Und man muss nicht immer Leute reinschmeißen, nee, Donnerstag kann ich nicht, aber nächste Woche kann ich wieder und so weiter. Das wäre was für die Dad-Gilden, das ist sogar was für unsere Gilde. Also wir sind die Schwitzer-Gilde, wie es im Buche steht, ja. Und auch uns würde das hier besser gefallen. Natürlich hättest du einen Tag weniger Raid da und du hättest 3 und 4 Tage, aber es wäre so viel entspannter, Leute. Du könntest das so viel besser machen. Und ich denke, die meisten würden zustimmen. Außer Leute, die natürlich in Random Raids laufen, aber ich finde es auf jeden Fall cooler. Hoffe, dieser Dungeon Browser kommt, der Spam mit Chat nervt. Ich denke nicht, dass er kommt. Und ich hoffe auch nicht, dass er kommt, weil Dungeon Browser macht einiges kaputt. Genau wie Flugmounts. Aber das ist eine andere Thematik. Das ist mein größter Wunsch für die nächste Phase. Größter Wunsch für Phase 2. Kann ich keine Üs schreiben? Ach doch, ich kann Üs schreiben, aber die Üs in meinem Addon sind aber versteckt. Von der höheren Zeile. Elmau.